So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben letztens auch wieder was gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, woher es war, deswegen keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich dazu überhaupt sagen soll, aber es sieht einfach aus wie Pizza. Und nicht nur irgendeine Pizza, sondern eine richtige Kebab-Pizza von Düzgün, oder wie das heißt. Klingt auf jeden Fall sehr original, wenn das mal kein richtiges Kebab ist, Bruder. Wir wollten die eigentlich irgendwann mal ganz gechillt machen. Jetzt ist aber das Ding, dass mein Gefrierschrank natürlich kaputt gegangen ist. Alles aufgetaut, alle Kartons durchgesuppt. Deswegen mussten wir alles notdürftig jetzt mal machen. Ich will euch jetzt aber mal fix hier diesen Karton zeigen, ne? Garantiert 100% frei von Farbstoffen, künstlichen Aromen und Geschmacksverstärkern. Also alles, was ich mag, fehlt hier sozusagen, vor allem die Geschmacksverstärker. Aber ihr seht hier einen sehr knusprigen Rand, lauter Dönerfleisch, Zwiebelringe, die sehen auf jeden Fall richtig gut aus. Hähnchen ist das, also Hähnchendöner, knuspriger Boden und das Ganze also Ethnofood Düzgün, Holzofenpizza, Hähnchendöner, Kebab, my Kebab Love. 100% delikat gegrilltes Hähnchenfleisch, original vom Spieß geschnitten, 390 Gramm. Weil der Karton so durchgeweicht ist, ist hinten auch schon einfach alles abgerissen, keine Ahnung. Was will man da auch noch mehr machen? Dönerfleisch, Zwiebeln, vorgebacken, tiefgefroren, ist also eigentlich nichts weiter drauf, außer Fleisch und Zwiebeln. Die ist auch schon fertig, die sehen wir... Adi! Warum isst du schon wieder die Pizza? Die sehen wir nämlich hier drüben, die habe ich mal rausgeholt. So sieht das also aus, wenn es fertig ist. Ihr seht, ziemlich viel Rot, also der Bestreich des Belages. Und dadurch, dass man so viel Rot sieht, ist im Prinzip der Eindruck vorhanden, dass gar nicht so viel Fleisch drauf ist. Hier vorne siehst du gar nichts mehr vom Boden, weil alles mit Fleisch bedeckt ist. Und hier guckst du an dem Fleisch vorbei und siehst einfach nur den Boden. Ist also etwas spärlich belegt. Ich weiß den Preis auch nicht mehr. Wir probieren trotzdem mal so ein Stück. Ich hoffe, das ist jetzt schon einigermaßen abgekühlt, dass ich mir nicht gleich die Schnauze verbrenne. Ich merke schon in der Hand, es ist noch heiß. Aber vielleicht werden wir vorne von der Spitze mal ein Stück probieren, wie das Fleisch überhaupt schmeckt. Ist, glaube ich, wie immer ein Stück zu lang wieder drin gewesen. Das passiert mir jedes Mal. Ein Problem ist, dass Pupsi irgendwann den Ofen kaputt gemacht hat. Jetzt geht das Licht nicht mehr. Ihr seht also nicht, wie das Essen aussieht, weil es immer dunkel ist. Dadurch hat man einen schlechten Eindruck. Adi! Guck mal, Adi, wie findest du das? Ist noch heiß, oder? Wenn der Adi da nicht rangeht, das ist schon ein schlechtes Zeichen. Schmeckt auf jeden Fall sehr tomatig. Zwiebelchen merkt man auch, die sich zwischen die Zähne hängen. Mmh. Knuspriger Bohnen. Wie sie auf der Verpackung stand. Aber man merkt eigentlich kaum was vom von dem Fleisch. Es schmeckt momentan, hätte ich den Eindruck, als wäre das eine Pizza Margherita oder so. Obwohl, da sind ja keine Zwiebeln drauf. Nehmen wir mal hier die Ecke mit an der Seite. Also ist okay, kann man machen. Aber ich glaube, ich esse dann lieber diese Edelsalami-Pizzen. Die sind nämlich einfach viel, viel günstiger. Und für eine gefrorene Pizza, wo ihr hier trotzdem kaum Geschmack habt. Also wenn ihr was Besonderes wollt, dann geht wirklich in ein Pizza-Restaurant, zum Italiener, zum sonst wohin. Gönnt euch da eine Pizza frisch belegt, da schmeckt ihr alles raus. Diese tiefgefrorene kann man mal testen, aber würde ich jetzt nicht sagen, dass das sowas Besonderes ist. Da gönnt euch einfach irgendeine frampfige Trash-Pizza. Habt ihr auf jeden Fall mehr von eurem Geld. Also ihr kriegt mehr fürs Geld. Sagen wir es mal so. Das war es auch von meiner Seite aus. Hat mich also leider nicht so überzeugt. Düzgün. My Kebab Love.
sah gut aus, aber trotzdem. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.